Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid heute zu einem neuen Watercolor Tutorial. Und zwar geht es heute darum, dass wir vier Watercolor Hintergründe für Letterings kreieren werden. Und dazu brauchen wir heute so eine Palette Pinsel. Wir brauchen auf jeden Fall neben den normalen Rundpinseln, die wir sonst auch verwenden, brauchen wir heute mal so eine Art Flachpinsel, so einen kleineren. Wir brauchen wieder zwei klare Wasserbecher, auf jeden Fall. An Farbe brauchen wir Aquarellfarbe, da können wir einen Kasten benutzen. Oder auch, ich werde hier die Ecoline-Farben, die flüssigen, verwenden. Die machen sich für sowas nämlich immer besonders gut, da man dann nicht so viel erst die Farbe aktivieren muss, sondern man kann halt direkt losmalen, weil die Farbe schon flüssig ist. Das geht immer super, das zeige ich euch dann aber gleich. Wir brauchen Mischpaletten. Und wir brauchen so eine Folie, damit werden wir einen Hintergrund davon auf jeden Fall gestalten. Die lege ich aber erstmal beiseite, die brauchen wir jetzt nicht. Und wir starten direkt los. Ich habe mir das so gedacht, dass ich dieses A4-Blatt quasi so gedanklich in vier Sektoren quasi unterteile. Und in jeden Sektor werde ich einfach jetzt als Beispiel einen Untergrund malen. Den könnt ihr natürlich dann größer einfach auf euer Blatt übertragen. Den ihr euch ausgesucht habt, oder ihr macht es so wie ich, ihr probiert einfach alle aus. Und dann könnt ihr das auch so einteilen. Oder naja, wie gesagt, also mit dem Übertragen, das kriegt ihr schon hin, glaube ich jedenfalls. Und wir fangen einfach mal direkt an, und zwar mit einem ganz bunten Farbverlauf. Da habe ich mir hier überlegt, ich nehme hier so einen Braunton, einen Gelb, so ein Pink und noch einen Rotton von den Ecoline-Farben. Die packe ich mir einfach mal hier in meine Mischpalette. Zack. Und das Wichtige übrigens für unsere Hintergründe ist, dass die Hintergründe ein bisschen transparenter sind. Also jetzt müssen wir hier darauf ganz besonders achten, weil wir die ja im Prinzip für Letterings verwenden wollen. Ja, ich meine, man kann die natürlich auch so als Hintergründe für irgendwas anderes verwenden. Aber meine Intention war für Letterings oder Kalligrafie, ja, wie ihr möchtet. Genau. Dann hier, so habe ich mir das jetzt hier gedacht. Dafür nehme ich hier mir den 6er-Pinsel, also Größe 6 Rundpinsel, und werde jetzt überall einfach noch schön Wasser dazugeben, damit das schön transparent wird. So. Zack, zack, zack. Und dann geht es direkt los. Ich beginne mal mit meinem Gelbton und fange hier einfach mal in der Ecke an, den einfach aufzutragen, so ein bisschen zu verteilen, aufzutragen, und gehe jetzt in mein Pink rein. Hier möchte ich jetzt gar nicht so viel auf dem Papier verwaschen. Ich ziehe einfach nur meinen Ton, weil ansonsten kann es halt passieren, dass die Farben einfach vielleicht zu sehr auf dem Papier sich vermischen, und dann wird es eher so ein Einheitsbrei, also anstatt dass dann wirklich irgendwie ein schöner Farbverlauf wird. Und kann hier meine Farbe so verteilen, einfach ganz nach Belieben. Ich kann jetzt hier noch ein bisschen Rot dazugeben, ungefähr so. Hier noch ein bisschen Gelb. So. Noch ein bisschen Pink. Noch alles relativ vorsichtig. Und ich habe ja hier noch meinen Braunton. Kann ich hier noch ein bisschen was reingeben? Das kann sich hier verteilen. So, und im Prinzip kann ich das so schon fast lassen. Ich kann hier noch ein bisschen die Ränder abschließen. Ja, das sieht jetzt so schon ganz okay aus, ne? Ist jetzt, also da kann man sich halt wirklich ausprobieren in einer Farbkombi. Was ich jetzt noch mache ist, und zwar, wenn die das ganz, ganz bisschen angetrocknet ist, also dann ist die Oberfläche so ganz leicht feucht, da müsst ihr mal so ein bisschen drauf achten. Dann gehe ich mit meinem Pinsel, ich habe den ausgewaschen, gehe mit meinem Pinsel in das Wasserglas und habe im Prinzip so einen vollgesogenen, mit, also klarem Wasserpinsel, und gebe jetzt hier so Wasserpunkte einfach auf meine Farbe, ganz wahllos. Und ihr werdet sehen, da wo die Farbe noch feucht ist, da verdrängt dann quasi das Wasser so die Pigmente. Das heißt, es entstehen so Wasserpfützen. Und diese Wasserpfützen, die entstehen manchmal bei Illustrationen oder so ganz ungewollt, ne? Also der ein oder andere kennt das schon, der schon ab und zu mit Watercolor gemalt hat. Aber wir wollen das jetzt hier wirklich mit Absicht herbeirufen
Und ich kann jetzt hier oben zum Beispiel gar nicht mehr so viel machen, weil das hier schon einfach zu sehr angetrocknet ist. Aber das ist gar nicht schlimm, so reicht mir das schon völlig aus. Ich habe hier einen, ich glaube, das ist das Rossmann Aquarellpapier, was ich hier nehme, 190 Gramm. Dafür ist das natürlich jetzt hier ein bisschen nass geworden. Das heißt, es wälzt sich jetzt hier, kann sich hier so ein bisschen sammeln in der Pfütze. Wie gesagt, für einheitliche, einfarbige Lasuren ist es nicht so gewollt, aber hier finde ich das eigentlich ganz cool, weil sich dann die Farbe einfach so ganz wahllos verteilt und dann entsteht einfach ein cooler Hintergrund, den man dann einfach noch weiter verwenden kann. Den kann man auch noch einscannen und digital verwenden oder wie gesagt, ihr könnt dann hier direkt rüberlettern. Damit gehen wir schon über auf unseren zweiten Hintergrund. Und zwar den werden wir so streifig machen. Dafür brauchen wir dann nämlich hier so einen kleinen Flachpinsel oder hier so ein... Ich probiere mal den hier aus. Den hier hatte ich beim letzten Mal schon, also als ich Privates probiert hatte, jetzt ohne Video, ohne dass ich euch das gezeigt habe. Der funktioniert nämlich auch super, kann ich empfehlen. Das war hier aus dem Action Set, war der mit drin. Ich probiere jetzt heute mal den aus, mal gucken, wie der funktioniert. Aber ich glaube, das wird auch ganz super funktionieren. Dazu brauche ich auf jeden Fall noch eine andere Farbe. Der Clou beim zweiten Hintergrund ist jetzt im Prinzip, dass wir immer abwechselnd farbigen Streifen auftragen werden und dass die sich dann ganz an nur also einzelnen Berührungspunkten quasi überschneiden und dann ein Farbverlauf entsteht. Ich mache das einfach mal vor. Und zwar setze ich jetzt hier mit meiner vollen Pinselfläche auf und male jetzt hier einen schönen langen Strich, ungefähr so. Wasche meinen Pinsel aus, gehe jetzt in meinen Blauton rein. Und jetzt setze ich unterhalb meines pinken Tons an und versuche, dass die sich hier ganz kurz berühren, dann hier wieder nicht. Hier können sie sich auch nochmal kurz berühren, dass hier im Prinzip da so ein ganz bisschen Übergang entsteht. Jetzt benutze ich hier mal mein Rot nochmal. So, ganz bisschen, da wieder nicht, da wieder. Ja, das Pink könnte, glaube ich, noch ein bisschen transparenter sein. Das ist vielleicht ein bisschen quietschig. Ich probiere das nochmal aus, ein bisschen heller. Jetzt ist mein roter Streifen, der ist ganz schön nass geworden. Da darf ich jetzt nicht so viel Berührung haben, weil ansonsten verläuft das komplett ineinander. Und das wollen wir ja auch nicht. Das ist übrigens auch ein gutes Training für die Fingerfertigkeit mit Pinsel und Farbe. So. Und jetzt habe ich nochmal den Rotton. Zack. Und hier nur so ein bisschen. Und hier hinten können die sich nochmal berühren. Und ich habe jetzt, achso, hier das Pink. Können sie auch mal hier vorne berühren, ne? Das wäre auch ganz so. Nochmal hier. Aber ihr versteht jetzt hier, glaube ich, ganz gut, was ich damit meine. Wie gesagt, ist einfach eine schöne Übung. Zum einen, um die eigene Pinsel- und Fingerfertigkeit zu trainieren, aber auch, um noch irgendwie ein cooles Lettering drauf zu packen. Für den dritten Hintergrund nehme ich hier mir den Pinselgröße 4, also einen Rundpinselgröße 4 und werde jetzt hier auf jeden Fall transparent. Also hier muss ich jetzt wirklich darauf achten, ich muss den Pinsel nochmal gut auswaschen hier, dass ich wirklich transparent bleibe. Ich mache jetzt nämlich ein Blümchenmuster so für den Hintergrund. Mal gucken, wie transparent das jetzt ist. Also ich denke mir einen Mittelpunkt und male um den gedachten Mittelpunkt jetzt 5 kleine Schlaufen. Die können auch ganz unregelmäßig sein, so wie hier ungefähr. Das muss jetzt hier nicht perfekt sein. Einfach hier so ein paar Blüten. So, ungefähr so. Ich habe jetzt noch ein bisschen gewartet, bis es angetrocknet ist, die Farbe, damit sie nicht ganz so stark verläuft, wenn ich jetzt so ein paar Blättchen noch mit dran
male. Aber ein bisschen darf sie ruhig verlaufen. Für die Blätter habe ich mich hier für einen Pinkton entschieden. Kann man auch machen. Mal ein bisschen was anderes probieren. Mut zur Farbe. Ja. Ich hoffe, das ist transparent genug. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Es könnt ihr beim Nachmachen dann auch immer noch alles sehr schön anpassen für euch, wie transparent oder wie kräftig ihr die Farben haben möchtet. Und hier einfach ganz wahllos verteile ich die Blätter um meine Blüten herum. Meiner Blüten gebe ich jetzt hier noch einfach ein paar helle, transparente Punkte, die quasi so die Stempel nachahmen sollen. Auch hier muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, dass es halt wirklich schon gut getrocknet ist. Hier wie bei der Blüte, hier war es noch nass. Da haben sich die Farbpigmente noch gut verteilt. Aber wie gesagt, das soll ja im Prinzip nur ein Hintergrund werden und darauf soll halt ein cooles Lettering kommen. Und das spiegelt auch so diesen improvisierten Look einfach des Watercolors auch da. Und so ein bisschen das Unvorhersehbare. Ne? Leben am Limit mit Watercolor auf jeden Fall. Deswegen kann man sich hier ruhig mal ein bisschen trauen, auch wenn es noch nicht ganz durchgetrocknet ist. Alles kein Drama. Muss man jetzt auch nicht versuchen, irgendwie das zu retten, sondern das sieht ja auch irgendwie ganz schön aus. Damit ist der dritte Hintergrund auch schon fertig. Der vierte Hintergrund, das ist eine coole Sache, dafür brauchen wir nämlich jetzt unsere Folie. Bevor ich jetzt direkt anfange, will ich noch eine Sache sagen. Es gibt so zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich werde meine Farbe quasi auf die Folie geben und werde dann die Folie umdrehen und auf mein Blatt verteilen. Idealerweise ist es aber so, wenn auf eurem Blatt noch nichts gemalt ist, beziehungsweise ist es schon alles getrocknet, könnt ihr auch einfach auf eure Folie die Farbe und das Wasser geben und dann könnt ihr natürlich euer Blatt auf die Folie packen und könnt dann nochmal umdrehen, um dann zu sehen, dass ihr das ganz gut verteilen könnt, ja. Ihr könnt beide Wege benutzen. Der zweite Weg ist eigentlich ein bisschen günstiger, weil man da nicht so viel mit Wasser und Farbe rummanscht, sage ich mal. Dadurch, dass mein Setup aber jetzt genauso aussieht, wie es aussieht und dadurch, dass die Farbe noch nicht ganz getrocknet ist, werde ich jetzt einfach die erste Variante verwenden, ja? Nur das nochmal so für euch zum Verständnis und gebe mir hier einfach einen Grünton. Also ich möchte jetzt hier mich ein bisschen farblich noch abheben. Grün hatte ich hier noch gar nicht verwendet. Ich verwende noch ein Blau. Oh, na komm hier. Noch so ein. Einfach hier. Zack. Und dann noch ein schönes Gelb. Und jetzt gebe ich hier noch so ein paar Wassertropfen hinzu, weil ich habe meine Farbe ziemlich pigmentiert aufgetragen auf die Folie. Dadurch, dass sie auch wasserabweisend ist, kann man das auch ein bisschen schwer einschätzen, ob das jetzt ausreicht von der Flüssigkeit her, damit sich das gut auf dem Aquarellpapier verteilt. Aber wir probieren uns da jetzt einfach nochmal ran. Ich habe das schon öfter gemacht, aber irgendwie merke ich mir das einfach nicht, wie viel Wasser ich dann auf meiner Folie brauche. Das kann man einfach so schwer abschätzen. Sieht ziemlich groß aus, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht so unbedingt den dritten Hintergrund da jetzt so mit in Mitleidenschaft ziehe. Aber wir probieren es einfach mal. Tief durchatmen und jetzt hoffe ich, dass nicht so viel daneben geht. Oh, es sieht ganz gut aus. Es hat sehr gut gehalten. Okay, das sieht ziemlich trocken aus. Wartet mal. Das können wir fixen. Ich hatte auch einen ziemlich kleinen Pinsel, glaube ich. Also doch noch viel mehr Wasser draufpacken, so. Also hier gilt, glaube ich, echt das Motto, viel hilft viel. So, wir probieren es jetzt nochmal.
Das sieht doch jetzt hier schon besser aus. So. Und ich kann jetzt hier mit meinem Finger das Wasser und die Pigmente ein bisschen verteilen. Und dann kommen so ganz coole Flecken einfach bei raus. Sieht ziemlich klasse aus, muss ich. Also ich finde das selber echt ganz schön cool. Jetzt ziehe ich das einfach mal ab. So. Jetzt habe ich ein bisschen viel Wasser verwendet. Aber auch das ist gar kein Problem. Ich bin jetzt mal kurz zurückgerollt mit meinem Stuhl, weil ich kann nämlich das überschüssige Wasser hier einfach so auffangen mit meiner Küchenrolle. Naja, ist ja auch so der Vorführeffekt. Ich wollte ja euch wirklich zeigen, dass es tricky ist mit der Wasserpigmentmischung, die man hier für die Folie braucht. Aber wenn man den Dreh raus hat, also ich habe es jetzt vorher nicht nochmal gemacht, wenn man das irgendwie unmittelbar vor seinem Meisterwerk noch einmal kurz ausprobiert, so als Probeding, dann hat man das auf jeden Fall sehr schnell raus. Und ja, also ich finde, das sieht nämlich ganz cool aus. Und wenn das dann getrocknet ist, dann kann man auch hier einfach richtig noch cool was drauflettern. Hier habe ich jetzt natürlich das Problem, dass sich das jetzt hier so ein bisschen sammelt. Aber dann kann ich das auch hier so ein bisschen. Und dann muss ich das jetzt im Prinzip nur noch trocknen lassen und dann ist es halt auch wirklich ein cooler Hintergrund, auf den ich einfach drauflettern kann. Und ihr könnt hier, deswegen habe ich beides auch mit integriert, ihr könnt einfach ganz wunderschön den Unterschied sehen, wenn ich das mit einem Pinsel versuche, so ungleichmäßige Ränder zu erschaffen. Das sieht immer noch ganz schön anders aus, sage ich mal, ne, als wenn wir das mit der Folie machen. Wir haben einfach hier so coole Splash-Ränder einfach, ne? So als wäre da jetzt wirklich gerade so ein Fleck, einfach so ein großer Fleck Farbe aufs Papier getropft. Einfach eine coole Sache, muss ich persönlich auch sagen, finde ich total cool. Damit sind wir schon am Ende angekommen. Das waren meine 4 Watercolor-Hintergründe, Inspiration für euer nächstes Lettering- bzw. Kalligrafie-Projekt, was auch immer. Ihr könnt es natürlich auch einfach digitalisieren und für Grafiken oder Illustration, digitale Illustration verwenden. Und ich hoffe, ich konnte euch einfach so ein bisschen Inspiration mit an die Hand geben. Ich freue mich, wenn ihr es nachmacht und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin, tschüss!